Ja, so rosa und so, was weiß ich, was Ich ist das? garantiere, dass das von einem Kerl ist. Und wenn es ein Kerl war, hat Till gemeint, dann ist er die Ausgeburt des Schwulen. Was, er ist ausgeblutet? Ausgeburt der Schwulen, hat er gemeint. Achso. Boah, das ist fies. Ist es wirklich. Das ist extrem. Jetzt wollte ich schon rassistisch sein. Rassistisch? Keks! Sil! Keks! Sil! Keks! Sil! Und für diese Ausgeburt eurer Tetris! gegenseitigen Gefühle. Tetris! Die Leute auf dem Stream müssen euch da verrückt halten, ey. Ist da Was? überhaupt jemand da außer euch? Nö, ich glaube nur, ich guck zu. Ich hab den Stream an. Oh. Ja, Sil, du bist jetzt im Stream mit deinem Tetris. Bitteschön. Nichts gegen Tetris. Ich hab nichts gegen Tetris. Es ist halt einfach. Gestern wolltest du mich wegen Tetris umbringen. Ich Ja, habe nie klar. versucht, dich mit Tetris umzubringen. Ich habe dich nur versucht umzubringen, weil du jedes Mal als Antwort Tetris brachtest. Egal was. Bist Und du also irgendwann ein ist es dann Tetris? doch nicht mehr lustig. Das ist genauso wie mit die Antwort auf alles ist 42. Wenn mir das jemand in Real Life sagt, hat er schneller eine 42 sitzen, als er gucken kann. Das ist eigentlich die Idee. Jemand antwortet dir mit 42. Dann sage ich, okay, du kriegst deine 42. Bam. Ich will Da ist der Angler, die der Angler. immer noch nicht die Angelrute rausdrückt. Ja, ich will die Angel haben, aber gib die mir nicht. Gib mir die Angel. Los. Gib ihm das Buch, dann gibt er dir die Angel. Das ist das Cheatbuch, wa? Nutze es doch. Ja, aber ich soll es ja lesen und nicht. Stimmt. Das ist die Idee. Man nutzt ein Cheatbuch, statt dass man es liest, um die Cheats darin zu benutzen, indem man es den Leuten im Kopf wirft. Gib mir deine Angel, los! Also, ich bin immer noch für die Theorie mit dem Buch an den Kopf werfen. Das ist ja K.O., da kann man die Angel nehmen. Nein! Wie jetzt, du hast die Angel schon? Nein. Schmeiß ihm ein Bier an den Kopf. Na, ah, ich darf es neu starten. Du musst den Fisch holen, um den zu kriegen, vermutlich. Aber er gibt mir den Rot nicht. Nimm ihn mal ins Inventory. Du kannst die Typen ja auch so anklicken. Und dann so benutzen oder nicht. Vielleicht hat das in seinem Inventory. Und du kannst ihn wieder rausholen. Nee, oder du nicht. Musst ihn anklicken. Klick ihn. Tu ich doch schon, wie wild. Dann klick ihn mit einer anderen Taste an. Ja genau, Sharky. Gib mir eine Angelrute. Scheiß Typen aus. Doch die Angelrute bleibt dir verwehrt. Und du gehst einfach weiter. Der Musiker macht auch so weiter. Was blinkt da so? Das sollte doch nicht so komisch blinken. Genau. Hau ihn im Arm ab, vielleicht gibt er dir dann die. Das ist die Angel, was ich hier abhauen will. Das geht nicht. Ich weiß. Er ist zu blöd, sie dir zu geben. Als sie. Such dir einen neuen. Der Musiker ist blöd. Den hätte ich aber gerne. Den will ich aber haben. Finden wir später noch. Hol dir den Nerd. Ach nee, Moment, das kannst du ja nicht. Hast du ja schon verkackt. Ich muss 5 Wochen warten. Weil du nicht auf seine sexistischen Spiele eingegangen bist. Also das muss von einem Kerl sein. Die muss. Nee. Muss nicht.
Wahrscheinlich wurden hier nur die gesamten Klischees bedient. Hm, auch wieder wahr. Aber du könntest doch nachforschen, von wem die Mod ist oder nicht. Hex. Tetris du gerade oder was tust du? Nein, ich mache gerade gar nichts. Wow, das ist innovativ. Ja. Du hast kein Gold. Ja, ich weiß. Drei brauchst du für einen pizzaleeren Karton. Wer zur Hölle kauft für golden leeren Pizzakarton? Wenn er mir gefällt. Für Gold. Für Gold. Warum nicht? Weil das für Schuggel ist. Wenn ich nichts anderes da habe. Du brauchst noch zwei. Hack, hau weiter drauf, bis dir der Geldautomat sagt, nö. Computer sagt nein. Okay, du darfst drei holen, dann wird Security Check verursacht. Okay. Was passiert eigentlich, wenn du weiterhaust? Würde mich mal interessieren. Können wir ja gleich mal machen. Wo war jetzt der Verkäufer? Ach hier. Der Pizzakarton war da in der Gegend. Da, direkt vor dir. Wieso zeige ich eigentlich meinen Finger drauf? Siehst du, warum soll ich? Nein! Das sind Chips! Achso, ich dachte gerade. Was will man mit einer leeren aus einer leeren Pizzaschachtel macht man doch keinen Liebestrank. Wer hat den Scheiß erfunden? Nee. Wo ist denn das Krankenhaus jetzt? Weißt du das noch? Ja. Ich hole nur ein Buch. Gott, diesen Hooker würde ich am liebsten in die Wand pfeffern. Das ist die Prostituierte hier. Nur so nebenbei. Gut. Okay. Dann ist das so ein, das ist Klischee, trotzdem in die Wand. Ich will jetzt ein Pad, kauf eine Katze, los! Stille, jetzt! So, Musik, was haben wir hier? Holmes. Und den Nerd würde ich als letztes holen. Da ist das Krankenhaus. Das ist eine Bank. Das da würde ich als Krankenhaus deklarieren, ja. Ist groß, sieht sporadisch aus. Nope. Hä? Genau in die falsche Richtung. Das ist clever. Aber ich gebe zu, Orientierungssinn ist so eine Geschichte. Ja, mein Orientierungssinn ist noch schlechter, also. Also ich hab's geschafft, mich in einem Raum zu verlaufen, der nur zwei Türen hat. Ich habe es geschafft, mich auf dem Heimweg zu verlaufen, obwohl ich schon 10-mal dort gelaufen war. Okay, das ist fail. Das ist fail, das habe ich noch nicht geschafft. First. So, was braucht ihr denn? Wir brauchen eine leere Pizza. Empty Pizza Box would be great, mainly to mix the stuff in. Also one item you can any old thing. Gib ihm Bier. Bierzelt. Okay. Also, Pizza. Und da gehen drei Golden Bach runter. Nicht das Buch. Schmeiß ihm ein Bier an den Kopf. Du schmeißt ihm jetzt wirklich ein Buch an den Kopf. Fällt sogar, wow. Der Typ ist nicht fehlerlich. Schmeiß ihm ein verlorenes Herz an den Kopf. Und als letztes, was wollte er als letztes? Chips.
wollte er Chips. Verfressener. Wow. Ernsthaft? Der Liebestrend war für dich? Nein, für ihn. David loves you. Das feier jetzt einfach. Really. Das war jetzt wirklich einfach. Das werde ich mir in Real Life merken. Leere Pizzaschachtel, ein Buch, Chips und ein verlorenes Herz. Gott, bist du einfach zu begeistern, Keks. Hä? Nicht. Immerhin besser als das, was... Du hast aber da noch ein paar. Denk dran, du musst deinen Toaster mitbringen. Toaster? Ja, du brauchst doch einen Roboterfreund. Achso. So, dann haben wir Nummer 2 schon erledigt. Kauf dir eine Katze, kauf dir eine Katze. Kauf eine Katze. Die sind immer noch am... Boah, diese blöden Katzenratzen. Können doch einfach eine Katze rausgeben. Gib eine Katze, ja. Ja. Oder wir nehmen Fido mit. Aber ich glaube, Fido zählt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. War in dem Laden noch einer? Wäre mir neu, wenn wir ein Kopf sind. Autsch! Ey, nicht so schnell! Fliegender Kopf, das ist so strange. Es ist so gruselig, das ist der Hammer. Ja. Der dunkle wow. Gas. Oh! Schlag sie mit einem Buch. Du tötest Zombie-Polizisten mit einem Buch. Ja. Und sie droppen Döner. Really? Döner sag ich schon. Donuts. Really? Dieses Klischee ist auch befüllt. Wie viele kommen da denn noch? Ja, du hast eine Menge Zombie-Police da weg. Denke, du musst irgendwas tun. Das ist ja nicht normal, dass die ganze Zeit nicht kommen. Du kannst ja für so nicht sterben. Nein, nicht. Du sollst irgendwas mit der Mailbox machen. Stand zumindest da im Chat. Polizei. Tötest die Polizisten? Nein, sie töten Zombies, die sich als Polizisten verkleiden. Aha. Und von wegen, ich kann nicht sterben, ey. Du stirbst gerade an Zombie-Bullen. Nicht schlimm. Das spawnen ja auch durchgehend neue. Ja, sie muss halt was tun, aber sie kommt halt gerade nicht. Kein Wunder, wenn er durchgehend neue spawnen. Ja, ja. Ich
Die hören auch nicht auf zu spawnen.